Ein wunderschönes herzliche Willkommen bei Far Cry 5. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne. Hier ist es gerade noch Nacht und ich schieße jetzt mal das Schloss frei. Liefere den Eierfängerhänger bei Casey ab. Ich habe auch gerade noch mal bei Casey. Also haben wir das markiert? Bestimmt, ne? Achso, das ist nicht markiert. Na, ich werde schon irgendwie hinfinden. Eigentlich müssen wir nur hier die Straße lang und dann immer geradeaus. Ich habe mir gerade nochmal hier die paar Punkte angeschaut. Mal ganz in Ruhe, ne? Dass ich das auch mal ganz in Ruhe mir mal alles durchschaue. Was ich gerne machen würde, wir haben zurzeit 6 verfügbare Punkte. Es gibt gar nicht so viel, wo ich sage, das will ich gleich jetzt sofort. Ein paar Sachen können wir noch gar nicht, weil sie nicht freigeschalten sind. Aber das, wisst ihr noch, wie ich meinte, so Ketten-Takedown und mit den Messern und so, das ist ziemlich geil. Da wir jetzt das machen, ist das ziemlich, ziemlich cool. Könnte uns sehr nützlich und hilfreich sein. Ich würde aber auch noch... Nee, das war's nicht. Moment, wo ist der Wingsuit? Wingsuit! Wingsuit! Hier ist der Wingsuit. Den würde ich natürlich auch gerne noch freischalten. Und ich würde auch gerne den Gesundheitsboost noch freischalten. Ja, das sind so ein paar Sachen. Ich meine, wir haben jetzt ja schon 6 Punkte. Die anderen Sachen sind schon cool. Ich würde auch gerne das haben, da ich ja dann doch wirklich viel mit Sprengstoff tatsächlich mal arbeite. Kommt nicht oft vor, würde ich das gerne nehmen und ich würde auch gerne das noch nehmen. Ich weiß gerade halt nicht irgendwie, was meine Priorität ist. Ich glaube, das könnten wir schon freischalten. Und dann das oder dann das. Und, oder ich spare mal kurz darauf oder ich weiß es nicht. Ach komm, wir machen es einfach mal. Wie wenn. Das ist halt ziemlich cool. Das ist nämlich das, worauf ich eigentlich halt scharf war und nicht wusste, ob das jetzt schon mit implementiert ist. Da ist ein Klatsch-Nixon-Poster. Ach ja, ich habe gestern ein bisschen... Die Jungs haben gestern Arcade und so gespielt und ich muss leider... Das Radio, ich hoffe, ich lasse es jetzt einfach mal noch an. Ich probiere das mal aus. Far Cry hat nicht gerade... Oder Far Cry 5 und die Musik ist nicht gerade... Ja, wie soll ich sagen? YouTube findet das nicht lustig. Das ist ein Erntetruck, der soll mal da bleiben, wo er ist. So, und ich muss jetzt... Ja, kann ich es mal ausschalten? Ist das okay für euch? Ich finde nämlich, dass das gerade vielleicht ein bisschen nervig sein könnte. Wo muss ich denn lang? Ich und Orientierung. Hier muss irgendwo... Achso, eigentlich nur geradeaus und dann irgendwann links. Naja, dann... Ich hoffe, der Erntetruck. Nee, das ist kein Erntetruck, das ist so ein explodierender Truck. Da kann man ruhig vor uns fahren. Und, ach, der fährt auch nach links, darf er in der Bar sein. Hallo! Achtung! Beim Rückwärtsfahren, Achtung! Ich glaube, wir müssen hier gar nicht lang, ne? Ich muss jetzt da mal ganz kurz vorbei. Das Ding ist... Ach doch, wir müssen hier lang. Oh, geil. Ich dachte jetzt, wir müssten, hätten schon links. Ja, das ist der gute John Evans. Ich habe nachgeguckt. Ist das die richtige Straße? Ist die richtige Straße? John Synchron... Sprecher, was war denn das? Ist das meine Kamera? Nein! Ich glaube, ihr seht jetzt... Ihr seht mich eingefroren. Ich sehe gerade selber, dass das schönste Bild von mir. Meine Kamera hat sich schon wieder ausgestellt. Wartet. Jetzt muss ich das ja erstmal zu Ende bringen. Jetzt muss ich das mal kurz zu Ende bringen. Dann habt ihr jetzt mal kurz kein Bild. Also mit Bild meine ich nur Kamerabild. Alles andere sollte funktionieren. Aber ich kann das jetzt ja, glaube ich, hier nicht so schnell beenden. Wartet. Haben wir gleich. Wo ist denn der Typ? Hey, Hund, pass auf! Ach da, wo muss ich denn hin? Kann ich den irgendwo einpacken? Ja, kann ich, tatsächlich. Fahrzeug verlassen. Oh je, keine Ahnung, was hier... Ja, haben wir geschafft. Eierfeier abgeschlossen. Na, das ging fix, das war auch nicht wirklich schwer. Wir haben Geld bekommen und... John Seed hat die Auserwählten gerufen, damit sie dich in ihrem Flugzeug jagen. Ich weiß, wir haben es noch lange nicht geschafft, aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung. Neue Waffen. Und Antrieb. Ich komme mit dem Zählen kaum noch mit, so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Na, ich denke auch. Hey! Kann ich jetzt...
Ich weiß noch, wie John Seed das erste Mal einen Fuß in diese Bar gesetzt hat. Ich habe den Tresen abgewischt, meine Mutter hat die Kasse gemacht, als sie plötzlich brüllte, was zum Teufel wollen Sie? Ich sah auf und da stand er in der Tür, hat mich angeglotzt, als wäre ich sein Mittagessen. Mm. Ein paar Leute hier meinten, gib den Seeds eine Chance. Aber ich wusste gleich, dass die Ärger machen. Tja, das ist wohl einen richtigen Sinn gehabt dafür. Okay, wie weit sind wir denn mit John Seed? Wir sind, glaube ich, so viel ist nicht mehr tatsächlich, bis wir John besiegen können. Das ist cool, was ich jetzt aber mal ganz schnell mache. Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme und bringe das mit meiner Kamera in Ordnung. Das kann ich leider nicht während der Aufnahme machen. Ich bin sofort wieder da, aber dann mit Rückkamera. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hallo, es bewegt sich wieder alles. Ich bin nicht mehr eingefroren. Das ist immer sehr witzig zurzeit. Hey! Was für Scheiß habe ich dieses Jahr echt den ersten Tag der Jagdsaison verpasst. Macht wirklich... Da hinten ist noch jemand schon wieder mit... Sagt jetzt... Ich wollte mal kurz das gucken... Okay. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Ich wollte nochmal mit ihm reden. Sagt er jetzt irgendwas? Okay, Deputy. Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Reden wir über dasselbe? Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, Fleischpflaumen und blau. Die blau? Die sind einfach. Ein Mulchertraktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Prärie-Austernernte? Was ist das für eine Quest? Ich wollte erzählen, dass gestern die Jungs, die haben gestern Arcade und so gespielt und ich habe nur zugehört im Discord. Und das ist halt, ja, das ist halt, das sind verschiedene Karten und man schießt sich halt mit verschiedenen Waffen ab. Mehr ist es ja eigentlich nicht, mal schauen, ob ich das überhaupt mal spiele. Hier. Was sie dabei hatten. Achso, es ist voll. Was ist denn? Die diesjährige Eierfeier wird. Was ist das denn für eine Quest? Die diesjährige Eierfeier wird wirklich denkwürdig. Da werden die Leute sogar ihn Skate vergessen. Dass es klappt. Nur mit ganz exquisiten Klöten. Davenport Farm. Da können wir sogar was freischalten. Auch die Widerstandspunkte und das Geld. Wo ist denn die Davenport Farm? Ja, wo genau denn jetzt? Da? Nee, ist Larry Parker? Das, die Farm? Guck mal, das hier unten ist mir... Das sieht voll... Das ist ja so ein Kornkreis. Was auch immer das ist. Okay. Da ist die Farm. Na, hier müssen wir... Ich habe auch schon geguckt und überlegt, wie wir an ein Flugzeug kommen. Also, dass wir... Wir können ja... Also, ne, wir haben hier so ein Autohaus, um Autos zu kaufen, aber ich hätte halt gerne mal ein Flugzeug oder ein Gyrokopter. Kann das sein, dass wir das im, irgendwie im Verlauf mit hier Nick machen müssen, weil da fliegt ja ein Flugzeug? Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde gern zu Nick und ich würde gern erstmal den Witwenmacher machen. Okay, ich lasse es. Und dann können wir hier in die Richtung gehen. Ich hoffe, das ist alles okay für euch. Ich weiß, das ist wirklich ein bisschen schwer. Ich glaube, ich werde auch offline... Wartet mal kurz. Ich werde dann auch offline... Ach so, es ist dunkel. Ich frage mich ganz, warum ist denn das hier so blau, so seltsam? Wartet, ich muss mal kurz hier... Hier stimmt alles, ne? Es ist furchtbar, wenn man immer Angst hat, dass irgendwas nicht stimmt. Hier, wir haben hier noch den einen oder anderen Außenposten. Ich glaube, ich würde das offline machen. Ich muss ja jetzt ja nicht wirklich mit euch jeden Außenposten zusammen machen. Ich würde nämlich auch gerne mit einem Flugzeug die Konvois jagen. Das geht nämlich damit am besten. Und wenn was, ich würde das aufnehmen und wenn was Wichtiges passiert, dann kann ich das da zusammenstellen, das ist ja kein Ding. So, ich würde jetzt gerne die Quest haben. Wir haben neue Waffen freigeschaltet und ich gehe gleich nochmal ins Waffending. Nee, Moment, falsch Quest, falsch. Bewaffneter Rally Convoy. Machen wir noch. Todeswunsch, der gute, oh Gott, wir haben, das haben wir ja auch noch. Oh Gott, ich komme nicht voran. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, kann ich schon längst John fertig machen. Ich würde aber gerne das hier mit dem Witwenmacher machen. Gefängnis von Hope County, das ist im Henbane River, das ist schon bei Faith. Okay. Und Whitehill Mountains ist, glaube ich, das ist alles, das ist Jacob.
Das ist Faith. Oh Gott, wie sieht's da denn aus? Wir machen jetzt mal den hier. Dazu müssen wir wohin? In diese Richtung, wo diese beiden Außenposten sind. Na, das ist ja... So viel dazu, ich mache die Außenposten... offline. Wahrscheinlich muss ich die... Der gute Samariter. Oh, das liegt auf dem Weg. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn das auf dem Weg liegt. Und das ist die Sunrise Farm. Ich meine, ich krieg das schon irgendwie hin. Hortet Obst und Gemüse. Nein, dann nehmen wir das halt irgendwie mit. Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Weil ich hätte ja auch hier gerne einen Helikopter, um zu Cheeseburger zu fliegen, ne? Dafür bräuchte ich einen Helikopter. Und vielleicht hier die Berge zu erkunden, wäre auch nett mit einem Helikopter. So, oh Gott, na, das wird ja toll. Dann nehmen wir den mal zwischendurch mit hier. Wenn ich mal einen Rat brauche, dann frage ich dich. Dann ist das so, dass wir den machen. So, wir gehen jetzt nochmal schnell in den Waffenladen. Oh, es wird hell, ist ja ein Traum. Oh, da läuft jemand. Moment. Oh Gott, Annika, lass dich nicht ablenken. Das ist immer sehr schwer. Ich kann dir gar nicht. Hi! Ja, ja, alles gut. Wo ist mein Kaffee? Wolltest mir da einen Kaffee machen, Waffen. Wir haben neue Waffen. Die sind wo? Übrigens, hier ist schon ein Granatwerfer. Aber. Ich habe sowieso keinen Platz frei. So, wo sind denn die neuen Waffen, wenn die mir irgendwie Anja zeigt? Irgendwo? Das ist natürlich auch geil, damit jemanden zu töten, oder? Schon witzig. Anstelle von der Schaufel? Der Skorpion, das ist auch eine Waffe, die ich schon immer... Auch schon immer bei... Warte mal, was hatten die? 2, 3, 3, 8, 7? 2, 3, 3, 8, 7... Hat die schon ausgebaut? Ich behalte erstmal, oder? Ich müsste eigentlich meine Schrotflinte mitnehmen. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich bin nicht so der Schrotflintentyp. Was haben wir denn jetzt für Waffen freigeschalten? Die sieht eigentlich... Falls Geist, ich finde die ziemlich cool eigentlich. Die sieht schon ziemlich nice aus. Ich weiß gar nicht, ob mir das irgendwo angezeigt wird, ob hier was hier neu ist. Hier ist übrigens noch eine Schleuder. Und hier ist der Werfer. Hier ist ja, sind die Spezialwaffen. Was ist denn das? Der Magnopulser. Das sieht aus wie der Traktorstrahler in Ratchet und Clank. Was müssen wir denn? Hilfsgeiler? Skyler haben wir freigeschalten und hier Angler an schwierigen Angelplätzen in Hope County und schlage. Tatsächlich. Okay, für diese Angel müssen wir ein wenig angeln. Und die schweren Sachen, aber ich sehe gerade hier keine neuen Waffen. Es tut mir wirklich leid. Wir haben wie viel Geld? Oh Gott, wir haben viel zu viel Geld, ne? Ja, wie ist es, wenn man denn mal mit einem Smiley die Leute auf den Kopf hauen, hä? Was haltet ihr davon? Komm, es ist ja wirklich... Mit Schaufel tauschen? Mit Aluminium? Ne, Moment, wir können doch mit der Schaufel hier tauschen. So, jetzt haben wir eine Schaufel mit einem Smiley. Ist ja ein Traum. Ich könnte noch tatsächlich... Oh Gott, wir haben viel zu viel Geld, ne? Wir haben einfach viel zu... Guck mal, eine Lucille! Wie wär's, wenn wir mit einer Lucille ein bisschen rumdonnern und ein bisschen Nigen spielen? Was haltet ihr dann davon? Obwohl ich dieses Wag-Ding auch ganz witzig finde. Ja, ne? Ich kann mich auch hier gerade ewig drin aufhalten. Oh. Die sehen aber ein bisschen witzig aus. Die Lackierung? Okay. Ich finde die wirklich geil, die Waffe, aber ich würde meine Sniper vermissen. Ich weiß halt nicht. Haben wir noch Beute? Tatsächlich. Ich weiß halt nicht, wie wir den vierten... Also, da steht halt, dass man irgendeinen Lieutenant irgendwas töten. Keine Ahnung. Oder kämpfen. Das Ding ist aber, dass ich nicht so recht weiß, was damit gemeint ist. Ja. Das sollte so passen. Wollen wir Munition auffüllen? Warte, ich will hier... Hallo? Jetzt? Was ist das denn? Für die MP. Ja, komm. Kauf mal $30. Dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Sehr witzig. Guck mal, ich hab Smiley auf der Schaufel. Das ist schon ein bisschen lustig. Ja, das ist eine ganz tolle Waffe. Weil, ja, wir haben ja nur... Das ist falsch. Wir haben ja zurzeit nur diese drei.
Und ich mag diese drei Waffen wirklich sehr, aber ja, ich muss, glaube ich, halt einfach mal anfangen, auch vielleicht was anderes reinzumachen. Kann ich eine Schrotflinte hier reinmachen? Das ist die Frage. Sollte ich vielleicht irgendwann mal probieren, aber nicht jetzt. Und ich muss sagen, ich mag dieses hier mehr als benutzen. Das kann man nur benutzen. Okay. Ich mag dieses Waffenrad tatsächlich mehr als ich mag diese Übersicht mehr als das Waffenrad so rum. So. Dann gucken wir mal nochmal, wer hier... Ist es die Frau, die mal die Blumen gießt? Christ, Superstar. Ich kann endlich wieder nach Hause. Hat gerade hier irgendjemand mit mir geredet? Das ist irgendwie manchmal ein bisschen gruselig. Aus dem alten Hotel da hinten kommen komische Geräusche. Aha. Es spukt, solange ich denken kann. Ah. Also weiß ich nicht, ob es die Sektenfuzzis sind oder Geister. King's Hot Springs Hotel. Oh, das sind... Schön, wie er einfach mal so spawnt. Wisst ihr, was der jetzt hier brauchen könnte? Einen Raketenwerfer. Dafür bräuchte ein Wunder zum Überleben. Dabei brauchte es nur dich. Dafür brauchst du... Wo haben wir denn jetzt das King... Wo ist denn auch dieses O'Hara-Ding? Das würde mich auch wirklich sehr interessieren. Dort hinten? Was meint sie damit dort hinten? Übrigens ist Nick ja eigentlich hier komplett um der Ecke, ne? Das ist eigentlich alles voll um die Ecke. Altes Silo? Wo? Hier hinten ist noch ein Außenposten. Das ist eigentlich alles gar nicht mal so weit weg. Das geht eigentlich alles. Ich würde gerne in so ein Spukhaus. Wo sind die denn? Wir haben schon dieses O'Hara-Spukhaus. Und ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Wo sind die denn hier auch hier drinne? Da sind die drinne. Oh, das ist überaus... Das ist... Oh. Sieht ja interessant aus. Ist hier auch das O'Hara drinne? Ich sehe es gerade nicht. Elk Jaw Lodge. Greenbush Düngerfarm. Oh Gott, super. Jetzt verfolgen die mich. Ist ja ein großer Traum. Die Flugzeuge waren ja nicht schon ätzend genug. Nein! Jetzt müssen sie auch uns so noch verfolgen. Aber kriegen wir schon hin. Bekommen wir schon alles hin. Alles gar kein Ding. Obwohl, ich könnte ja auch mal so unpenibel sein und wirklich mein Scharfschützengewehr mal kurz für eine andere Waffe eintauschen. Ich versuche mich mit dem Gedanken anzufreuen. Das geht schon. Ich versuche mir Mühe zu geben. Was ist denn da hinten los? Aha. Uma ist okay. Ja, es ist okay. Oh. Kräuter. Da hinten ist ein Waffenhändler. Müssen wir rüber schwimmen auch noch. Sag mal, sind die Sektentypen irgendwie ein bisschen sehr deppert? Haben die gesehen, dass die Leiche wegrennt, oder... Oh, wisst ihr, was wir jetzt hier machen können? Ich hoffe, ich habe... Was wir jetzt hier machen können, ist unterzutauchen, dass die uns nicht sehen, weil der sich jetzt scheiße leider umgedreht hat. Entschuldigt. Die haben ein Tier, ne? Das ist ein Tier, was denen gerade zu schaffen macht. Leck mich fett, hat mir gefallen. Verdammt! Ey, die sind weiter weg. Die sind weit weg. Kannst du mit mir reden? Weit weg sind sie. Der Hund sieht ein bisschen irre aus. Irre? Jetzt beleidige doch nicht Boomer. Das ist ein toller Hund. Und irre sieht er auch nicht aus. Hm. Mir geht's gut. Ja! Dann rede doch mit mir, wenn es dir gut geht. Der will nicht mit mir reden, solange die noch leben, kann das sein? Tja, dann... Alter, guck mal, wo die sind. Ich renne dir doch jetzt nicht hinterher. Kannst du einfach mal mit mir reden? Hey, du musst doch nicht... Das war nicht so gemeint. Das ist okay. Das war doch nicht so gemeint. Ich muss die glauben. Okay, ich bringe die ja schon um. Ist ja okay.
Kommt ein Scharfschützen, ihr Wert, sollte ja alles King-Ding sein. Da guckt nämlich sein nettes kleines Köpfchen raus und plump, tot ist er. Talalalala. Tot ist der Rip nicht, weil der ist doppelt so stark wie alle. Und dann hätten wir noch diesen jungen Herrn dort, der sich versucht irgendwie zu verstecken, aber es sollte ihm nicht gelingen. Aufgrund von Dummheit. Oh, da sind ja noch mehr. Hör mal, und wo kommt ihr jetzt her? Oh, wir haben irgendwas. Boomer! Jawohl, Boomer! Großer Traum! Du bist ein Herzchen! So, und wo ist jetzt der Typ? Geht's dir besser? Hey! Hey, ist alles gut? Guck mal, die sind alle tot. Alle sind sie tot. Nee, sind sie nicht. Ich hab dich angelogen. Jetzt sind sie immer noch nicht tot, die Schweine. Jetzt aber. Besser? Ja, endlich Gott! Was du in Portland getan hast. Meine Cousine hat gesehen, wie die Sekte drüben bei ihrem Kloster einfach die Leute von der Straße holt. Die zwingen sie zum Beitritt. Angeblich zu ihrem Besten. Das ist krank. Edens Kloster. So langsam habe ich die Schnauze voll. Ja, ich auch. Ich bin zwar noch nicht vom Bett, aber hey. Okay, wir müssen in diese Richtung. Ich dachte mir aus, wie schön das hier gerade ist. Wirklich, wirklich schön. Ich geh mal kurz da rein, um zu gucken. Ob wir was plündern können. Wahrscheinlich schon. Hey, Schaf! Ich hoffe auch, ich hab nicht... Oh, ist das ein Truthahn? Ich hoffe, ich habe auch nicht allzu verwirrt vielleicht gewirkt in den letzten Parts. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich war irgendwie weg. Also mit weg meine ich... Oh Gott, Puma, ich dachte schon, als ich nicht ganz bei der Sache war. Was leider... Sag mal, waren wir hier nicht schon? Ja, klar waren wir hier schon. Was einfach leider daran lag, dass ich mich leider die Tage von meinem Haustier verabschieden musste und das ist nicht so einfach und eigentlich ist Far Cry super dafür, um sich komplett abzulenken, weil das einen so viel voll haut mit irgendwelchen Sachen, dass man gar nicht zum Nachdenken kommt, was gut ist. Aber so ab und an. Deswegen kann ich zurzeit nicht so recht andere Sachen aufnehmen, weil andere Spiele, die ich sonst immer spiele, mir viel zu viel Raum geben würden, über irgendwas nachzudenken. Deswegen, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel. Wahrscheinlich sieht das hier sowieso nur der Nordkommander, wie ich ihn kenne. Das ist die Sunrise Farm, die haben Kürbisse. Können wir die eigentlich kaputt machen? Also, das sieht zwar sehr, sehr schön aus, aber ich würde es ja mal gerne. Tatsächlich. Ist ja super witzig. Dann gucken wir mal, was bei der Sunrise Farm los ist. Deswegen, Far Cry geht zurzeit zum Aufnehmen, weil es mich unglaublich ablenkt. Aber alles andere ist ein bisschen uncool. Und der nächste Sekten aus dem Posten. Ja. Gucken wir mal, was hier los ist. Da haben wir schon jemand mit einem werten Flammenwerfer. Der hat sehr viel Spaß in seinem Leben, irgendwelche Häuser abzubrennen. Großer Traum. Diese Kürbisfarm. Zu herrlich. Warum kommt denn die Musik? Warum? Warum kommt die? Ist es einfach nur so eine Musik zum... Ah, ja, Ah, jetzt. Da oben. War mir gerade ein bisschen zu aufregend, die Musik, muss ich sagen. Boomer ist schon wirklich praktisch zum Markieren. Würde es jemand mitbekommen, wenn ich den da oben töte? Wenn der runterrutscht, das ist halt das Problem. Wenn der runterrutscht und... Ja, selbst wenn die den entdecken, oder? Das muss halt nur sauber ablaufen, die ganze Sache. Aber dann werden wir den schon mal los. Boomer, alles...
Alles gut. Keine Ahnung, was die dort machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Was machen die denn? Der ist bestimmt nach hinten runtergerutscht. Sag mal, muss ich jetzt aufpassen, dass die Flugzeuge mich nicht erwischen? Wird das Spiel mir das vielleicht sagen? Irgendwas haben sie. Ich glaube, die haben den Typen. Ist aber nicht schlimm. Wie wir schon oft bemerkt haben. Wir könnten ja tatsächlich alle mit dem Scharfschützengewehr auch umdremmeln. Ohne Takedowns. Das geht halt auch, solange die Einheit nicht entdecken. Ist aber gepanzert, ne? Ja, dass jemand gepanzert ist. Da läuft jemand. Da oben dürfte jetzt ja keiner mehr sein, ne? Mal aufpassen. Hoffe mal, dass hier keiner ist. Genau. Vielleicht noch ein bisschen. Guck mal, bei denen haben wir zum Beispiel gar nicht. Noch gar nicht. Müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht verraten. Wo ist denn der Typ von... Ist das der... Das ist der vom Wohnwagen. Ah. Da ist noch jemand, den man... Den wir noch nicht haben. Naja, weniger werden es nicht, ne? Weniger werden es nicht. Hier sind keine, ne? Nee. Da unten ist Boomer. Boah, die stehen aber auch alle wirklich scheiße, ne? Die stehen ja alle richtig scheiße. Sag mal, haben wir sowas wie... Können wir ein bisschen lustige Dinge machen? Wir haben Köder. Wollen wir mal ein bisschen Action in die Bude bringen? Ich bin ja sehr dafür. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Damit würfel ich die auch so ein... Scheiße. Vielleicht hier hin? Es interessiert sich niemand? Keiner interessiert sich, aber da fängt die jetzt schön auseinandergezogen, ne? Wunderbar, ich die auseinandergezogen, die werten Herren. Oh. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Es ist schön, dass ich die auseinandergezogen habe, aber ich sollte mich selber hier nicht auseinanderziehen. Wen markierst du hier, Boomer, die ganze Zeit? Läuft der jetzt immer hier rum? Oh Gott, in die Scheune können wir nicht rein, da ist Bliss drin. So, der kommt jetzt hier lang, oder? Bitte, bitte komm hier lang. Yep. Kommen Sie hier lang. Boomer siehst du nicht, weil du viel zu blöd bist. Und ich auf Normal spiele und nicht schwer. Aber das ist okay fürs Let's Play. Wo ich tatsächlich überlegt habe, es auf schwer zu stellen. So, bitte einmal dahin. Oh Gott. Bliss, verseuchte Scheiße hier. Bliss, verseuchte Scheiße. Ach, das ist der Pieper vom... Aha. Wie leuchtet der da? Jetzt kommt der wieder zurück. Scheiße. Sind da Geiseln drin? Da sind Geiseln drin, ne?
Was macht er, hä? Bleibt ruhig! Bleibt ruhig! Ich kann hier nicht wie im Berserker durchgehen, wenn ich mein Stirs durchziehe für alle Außenposten. Ich bewege der Herr! Ich habe nicht ewig Zeit! Warum kommt der denn jetzt da eigentlich? Okay, alles klar. Wir machen das anders. Wie komme ich denn an den ran da? Oh, hört mich hier beinahe singen, ne? Richtig geil, ne? Richtig geiler Takedown. Unglaublich witzig. Sehr cool, dass wir den da rüberziehen können. Ist schon witzig. So, leg dich mal zu deinem Kollegen, dann fühlt er sich nicht so alleine. Muss mal eine Runde. Hab das zwar nicht verdient, aber... Die sind in den Käfig, ne? Wir haben mit Bliss... Wir werden hier mit... Kriege ich euch denn hier raus? Kriege ich gerade gar nicht hier raus. Ich werde nur sehr, sehr verwirrt. So, der geht da jetzt weg. Jetzt können wir den holen. Das meine ich ja damit, dass ich die gern offline machen würde eigentlich. Weil, ne, ihr merkt ja, an sich ist es immer dasselbe System. Einzige, was sich verändert, sind die Außenposten und wie die aussehen und was hier so passiert. Aber es dauert halt, weil ich halt das so spiele. Klar, man könnte wahrscheinlich auch im Stealth ein bisschen schneller sein. Aber ich versuche das halt ordentlich zu machen. Und da dauert es halt einen ganzen Part mal wieder. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt? Der steht da alleine, ne? Der steht aber nicht die ganze Zeit alleine. Genau, der geht doch jetzt noch irgendwie weg, ne? Wart nicht so? Oder bleibt der da stehen? Na, der Herr? Du gehst jetzt doch da nach hinten. Wenn ich mich nicht irre. Sieben Jahre lang salzen? Na, warum denn das? Warum sollte man... etwas so lange salzen? Warum sollte man dieses tun? Der steht jetzt natürlich zu weit weg, ne? Der jetzt doch nicht, okay? Bleiben Sie dort mal liegen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil... Genau das passiert. Oh, oh, nein, 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 fuck! Nope, 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 nope. Nein, 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 nicht mein Stars! Nicht meine Stars-Quote hier. Kann ich das neu machen? Können wir das nochmal? Kann ich das nochmal? Was ist der letzte Checkpoint? Ich guck mal, was der letzte Checkpoint ist. Nein! Das will ich nicht. Okay, ich guck einfach, was der letzte Checkpoint ist. Wenn nicht, mache ich das gleich einfach offline. Das wird schon irgendwie gehen, dass ich das offline mache. Das kann ich mir ja nicht erlauben. Das will ich nicht! Fuck! Ich hätte den mitnehmen sollen. Erreiche den Getreideheber. Wo haben wir denn? Hier ist direkt der Außenposten. Alles klar. Also... Dann würde ich einfach mal sagen, ich mache jetzt diesen Außenposten offline. Und dann sehen wir uns im... Nee, das war... Was war das denn? Sunrise Dreschplatz. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich damit fertig bin. Und ich überlege, ob ich den gleich auch noch mitmache.
wenn irgendwas Interessantes ist, dann melde ich mich kurzzeitig wieder, aber dann, ne, gehen wir halt zusammen zu dem Witwenmacher und dann wird das schon. Weil ich will mir das wirklich nicht versauen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne wirklich alle Außenposten leise machen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht nötig, aber ich würde es halt gerne. Ich wäre mir sehr, sehr lieb. Dann tut es mir leid, dass das jetzt gerade nicht geklappt hat. Verdammt, wegen dem scheiß Typen. Ich wusste, warum. Ich räume die immer weg. Fuck, ich wüsste gerne, wer mich da jetzt noch gesehen hat. Die schon so alarmiert waren, dass die nicht mehr... Das waren ja nur noch zwei Leute. Das ist der Flammenwerfer und noch jemand anderes. Naja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Far Cry. Sorry, dass das nicht geklappt hat, aber so ist das halt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Aber wir haben die Eierfeier gerettet. Also, obwohl, haben wir schon? Ne, Moment, wir brauchen ja noch Sachen für die Eierfeier. Wir haben die Eierfeier noch gar nicht gerettet. Das ist ja auch ein Scheiß. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Far Cry 5. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss! Down.